Du willst sehen, wie ein erwachsener Mann an einem Spiel scheitert, das ohne Altersbeschränkung freigegeben ist? Dann bist du hier genau richtig. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Bibi Blocksberg auf der Suche nach dem Superhex-Spruch. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ganz intensiv auf der Suche nach dem Superhex-Spruch und ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Also, wir haben dabei einen Auspuff. Der Auspuff von Kawakasi. Genau. Der Hextrank. Wir haben einen Hextrank, wo wir noch nicht genau wissen, wofür der sein kann. Und wir wissen, dass wir eine spiegelglatte Fläche finden sollen. Willst du wirklich in den dunklen Wald die wir gehen, auch schon gefunden Bibi? Haben. Na klar. Ich zeige euch das nochmal. Und zwar ist das hier die spiegelglatte Fläche, die ich gerne verwandeln würde in einen Hexenspiegel. Jedoch passiert dann das. Ich zeig's euch nochmal. Es passiert genau gar nichts. So, jetzt habe ich mir gedacht. Der Hextrank. Ich habe ja auch ein bisschen nachgedacht. Muss man hier einfach hier reinschütten? Ach, hör auf. Bibi! Ich schwöre, das war meine letzte Idee. Also, das ist echt der absolute Wahnsinn, dass das jetzt funktioniert hat. Ich war kurz davor, dieses Let's Play zu beenden. Aber anscheinend musste man einfach ein wenig Zaubertrank in den See hexen. Und ratet mal, was jetzt auch funktionieren wird, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass es funktionieren wird. Dieser Hexenspruch. Ene, Mene, Glas und Tiegel. Das ist echt Wahnsinn. Du wirst jetzt zum Hexenspiegel. Hex, Hex. Mami. Baby, toll, dass du das geschafft hast. Ja. Pass auf. Hättest mir auch helfen können. Wir sind von einem freigelassenen Hexspruch versteinert worden. Du musst den Super-Hexspruch finden. Ja, das wusste den ich schon. Den Super-Hexspruch? Ja. Er muss irgendwo in Manias Haus sein. Ja, da kommen wir nicht rein. Mami! Jetzt ist sie weg. Komm, wir suchen jetzt den Super-Hexspruch. Oh, sehr beruhigend. Moment. Das war doch Kawakasi. So ein blöder Mist. Oh, endlich passiert hier wieder was. Das denkt ihr euch wahrscheinlich auch, falls ihr noch dran geblieben seid. Barbara hat uns natürlich jetzt nicht so viel Neues verraten, muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass sie versteinert ist, haben wir auch schon gesehen. Ach, ich bin einfach nur erleichtert, dass es hier weitergeht. Willst du noch tiefer in den Wald? Ja. Ja, los, komm mit. Ich denke mal, dass wir jetzt Schubia abholen. Dem Landeplatz. Vorher packen wir hier noch ein paar Hexenverstärker ein. Igitt, aber sie helfen. Mhm. Und es dauert. So. Komm, wir müssen Schubia weiter. Wanza. Boah, der Hexenspiegel hat mich das fuchsig gemacht. Aber ihr könnt bestätigen, ich wusste, dass es der See ist, aber es hat einfach so nicht funktioniert. Blöder Mist. Und vor allem ist es genauso wie damals bei dem Schwein. Ich wusste genau, dass es die Ohrenschütze aufsetzen muss, aber das Spiel macht mich einfach fertig. So, Schubia. Hallo Blocksberg. Moin. Hey, Blumenpott, das Ding ist einfach abgestürzt. Können wir dir helfen? Hey Mann, da fehlt ja die Hälfte. Ohohoho, da weiß ich, was da fehlt. Ach herrlich, jetzt macht sich unsere Vorarbeit natürlich bezahlt. Der Aufruf von Kawakasi. Ja, hier. Super, klasse, Blocksberg. Danke. Ja, gern. Ist noch was? Nö, eigentlich nichts, außer dass drei Hexen versteinert sind. Ein Haus ist mit komischen Pflanzen umschlungen, wo Blumenpott sich nicht daran erinnert, was das für ein Pulver ist, was man da nutzen soll, um das Haus aufzumachen. Aber sonst ist alles cool. Stehen wir noch ein bisschen awkward in der Gegend rum und sprechen nicht miteinander? Ja, gut. Das macht wahre Freundschaft aus. Mami, Tante Manja und Tante Amanda sind verhext worden. Genau. Und jetzt suchen wir den Superhexspruch. Leider ist Tante Manias Haus völlig eingewachsen. Eingewachsen? Das dürfte gegen das Unkraut helfen. Was ist das? Wurzelpulver aus Tante Manias Unterricht. Hast du mal wieder gepennt, Blumenpott? Können wir das mitnehmen? Hey, komm du doch einfach mit. Wieso kommt Schubia denn nicht mit? Bibi, ich
weiß den Spruch wieder. Toll! Ich drehe erst mal eine Runde. Testflug. Aber du sollst doch auch zu Manjas Haus kommen. Später, Blocksberg! Wie sitzt sie denn auf dem Besen? Aber wir brauchen dich doch! Ich komm wieder, wenn das Unkraut weg ist! Oh mein Gott. Also, Zufälle gibt's. Genau in dem Moment, wo wir das Pulver bekommen, weiß Flowey Powie den Spruch wieder. Kann man hier eigentlich weiter? Ich glaube, da geht es nicht weiter. Super. Willst du wirklich zurück, Bibi? Klar, komm sie schon, zurück. Flowey Powie. Dum, dum, dum. Ja, und wir wollen noch weiter. Am Hexenspiegel vorbei, der wieder ganz normal aussieht. Sollen wie ein jetzt See. Zurückgehen? Na klar, komm mit. Ja, jetzt wissen wir ja, was los ist. Ich freue mich schon auf die nächste Stelle, wo es absolut keine Erklärung gibt, wie man weiterkommt. So, dieses Schubias Pulver, was Schubia im Unterricht mitgenommen hat, sehr unglaubwürdig. Weißt du den Spruch jetzt? Ja, weiß sie. Ene mene Haferbrei, Pflanzen gebt den Eingang frei. Hex, Hex. Moment, das ist ihr nicht eingefallen? Ene mene Haferbrei, Pflanzen gebt den Eingang frei. Gut, kann man jetzt auch nochmal überlegen, wie schwierig dieser Spruch war. Es klappt, Flowey Powie. Super. Ja, super. Ich glaube, wir machen Fortschritte. Das ist ja einfach fantastisch. Willst du wirklich da reingehen? Ja, klar. Na klar. Oh, der danke, Superhexenspruch ist doch da drin. Vor allem haben wir stundenlang gewartet, dass wir da rein können. Oh. Flowey Powie muss draußen bleiben. So, dann einmal alles inspizieren. Die hätten wir gar nicht gebraucht. Oh, das merken wir uns aber. Hier ist eine Tür, hier ist eine Kerze, schöner Wandteppich, hier ist eine Uhr. Ene mene Schabernackel, hörst dich an wie Nachbars Dackel. Das wird bestimmt noch wichtig werden. Gehen wir erstmal hier rein. Verschlossen. Ja, so. Das könnte die nächste Stelle sein, wo wir scheitern. Aber es müsste ja eigentlich dieser Hexspruch sein. Das funktioniert nicht. Verschlossen. Och nö, komm. Das ist doch auf... Also, Ene Mene eingetroffen, diese Tür ist jetzt offen. Ah, diese Tür. Ene Mene eingetroffen, diese Türe ist jetzt offen. Na gut. Hex, Hex. Ist mir egal, Hauptsache es geht voran. Ja, rein da. Ich gehe da jetzt rein. Ja, gute Idee. Oh, mein Hexenlabor. Hallo? Ene Mene, junger Knabe, schöner Gockel, sei ein Rabe. Oh. Was ist denn hier los? Ene Mene, Backenzahn, schwarzer Rabe, sei ein Hahn. Okay, auch Bibi freut sich auch. Sagt mir jetzt so noch nichts. Was gibt es hier sonst zu entdecken? Das ist... Tante Manias Amulett? Das packen wir mal ein, ne? Ich könnte es mitnehmen. Ja. Diebstahl? Das nehme ich mit. Ja. Sie ist ja gerade versteinert. Sie kann ja gerade nicht. Da kann man ja auch mal ruhig was aus der Wohnung mitgehen lassen. Oh. Du meine Güte. Feuerwerk ist dieses Jahr verboten. Du meine Güte. Ja, und nun? Igitt. Das stinkt nach Schwefel. Sollen wir das mitnehmen? Nee. Igitt. Das stinkt nach Schwefel. Ich muss mir merken, hier ist irgendwas mit einem Raben und einem Hahn. Hier ist... Knallpulver. Du meine und Güte. Schwefel. Und ich denke, das ist es zum größten Teil, was wir hier zunächst entdecken können. Ja, da lacht Bibi vor Freude. Deswegen können wir jetzt vielleicht hier rein. Nee. Verschlossen. Ist verschlossen.
Also Bibi lässt da gerne was mitgehen bei Mania, das merkt man. Da werden noch gerne mal die Schränke aufgemacht. Ene Mene, aufgeweckt! Dieser Tisch ist schnell gedeckt! Oh, diese Torte kommt mir auch äußerst bekannt vor. Ist das eine Hexentorte? Lecker, die Torte! Okay. Ene Mene, abgelenkt! Kaffee ist jetzt eingeschenkt! Was passiert hier? Ene Mene, abgelenkt! Kaffee ist jetzt eingeschenkt! Ob wir hier irgendwie was anrichten sollen? Für die Party nachher schon? Vielleicht ein bisschen voreilig, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt das Amulett erstmal der Mania... Ich habe den Spruch noch nicht. Ja. Du hast ja auch keine Hilfe bekommen. Ah, Shubia. Auf ihrem Staubsauger. Da bist du ja, Shubia. So. Möchtet ihr mir helfen oder schweigen wir uns weiterhin an? Was lehrt uns das? Wir setzen auf klassische Besen. Tante Manias Amulett. Und nicht auf so einen Elektromüll. Schön. Gute Reaktion. Schön. Okay, cool. Was machen wir jetzt? Das haben auf jeden Fall alle drei jetzt irgendwelche Sachen von uns bekommen. Ich denke mal, damit greifen wir wieder ein bisschen vor. Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch die Notiz, die aber... Junghexen-Bibi Blocksberg? Ja, okay, sorry. Wir haben keinen neuen Spruch bekommen. Und wir stehen hier wieder zu dritt rum und schweigen uns an. Mein Besen! Der Besen von Shubia geht dauernd kaputt. Kawakasi, wieder ganz. Hex, hex. Okay, es ist also wieder ein Moment erreicht, wo es nicht ganz logisch ist, wie es weitergeht. Von daher... Willst du wirklich? Gehe ich da einfach nochmal ins Haus. Na klar! Der Superhex-Spruch ist doch da drin! Die Tür öffnet sich ja auch schon. Muss ich jetzt hier rausfinden, welcher von denen der Superhex-Spruch ist? Weil es gibt ja so viele. Ene Mene Schabernackel, hörst dich an wie Nachbarsdackel! Wie Nachbarsdackel. Diese Tür ist verschlossen. Verschlossen. Vielleicht darf ich da jetzt ja rein, weil ich schon woanders war. Das wäre einfach zu toll. Nein, natürlich nicht. Verschlossen. Warum kann ich die eine aufhexen und die andere nicht? Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel zufällig? Hier kann man sich Kaffee einschicken, hier kann man Kuchen essen. Auch nett, dass Bibi natürlich ihren Freundinnen draußen davon nichts erzählt lecker, und den Torte. Kuchen hier schön alleine wegfuttert. Absoluter Klassiker. Ja, gut. Ich gehe da jetzt dann rein. Gucken wir nochmal, was es hier so gibt. Also, wir haben den Hahn. Leer. Hier war das. Ja, das hast du schon abgezogen. Da ist noch eine Notiz. Da ist ein, da hängt ein fucking Schlüssel drin. Schlüssel. Das gibt's ja wohl nicht. Den nehme ich mit. Na klar. Und ratet mal, wofür der wohl gebraucht wird. So, ab geht's. Ich würde sagen... Nee, Hexen funktioniert ja bei dieser magischen Tür anscheinend nicht. Ein Schlüssel. Machen wir mal die Tür so auf. Interessant, dass die Türen alle ein anderes Sicherheitslevel haben hier im Haus. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hui. Das sieht aber spannend aus. Wo bin ich denn hier? Viele Malereien an den Wänden. Hier Besen. Hinter Glas versteckt. Schön, hier liegt was auf dem Boden. Und liebe Freunde und Freundinnen von Inside Neustadt, was uns hier in diesem Raum genau erwartet,
Das zeige ich euch nächste Woche in diesem Let's Play. Ich bin überglücklich, dass wir ein bisschen vorangekommen sind. Und ich hoffe, das geht in der nächsten Woche auch genauso weiter. Wenn ihr noch Lust habt, euch das anzuschauen, wie ich hier an diesem Spiel komplett scheitere. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und Hex auf.